Online-Lernen ist eine tolle Sache und ich fand das für mich persönlich auch ganz spannend rauszukriegen, wie gut man in den Kontakt gehen kann, obwohl man einfach nur über eine Kamera online mit jemandem zusammen ist. Mein Name ist Gudrun Glowalla und ich bin Studiengangsleiterin des Studiengangs Psychologie, des Bachelorstudiengangs, den wir berufsbegleitend im Fernstudium anbieten. Nun ist Psychologie ein Studiengang, in dem es auch um das Miteinander geht, wo wir zum Beispiel auch mal bestimmte Sachen im Rollenspiel ausprobieren können, wo wir auch in der Gruppe arbeiten, wo wir auch mal gucken, wie funktioniert das eigentlich. Deswegen haben wir gesagt, an diesem Studiengang machen wir was Besonderes. Wir machen eine neue Lehrform und zwar den Workshop. Den Präsenzworkshop, der ja sehr gut geeignet ist, da wir ja jetzt aber nur physisch an einem Ort sind und unsere Studierenden überall verteilt sind, haben wir gesagt, die Studentin kann wählen. Stellen Sie sich vor, Sie haben jetzt eine Phase, Sie haben ein Projekt in Ihrem Beruf und wie das so manchmal ist, ne? Alles sollte vorgestern fertig sein und man ist im Stress und da kann man sich auch irgendwann mal nicht mehr aufs Studium konzentrieren, weil Studieren ist ja auch kognitiv sehr fordernd. Dann machen Sie halt mal einen Monat wenig in Ihrem Studium und dafür können Sie dann im nächsten Monat viel, viel mehr. Wir haben den Studiengang auf die Bedürfnisse von Berufstätigen zugeschnitten. Wir sind sehr erreichbar, da legen wir auch großen Wert, weil ich denke, der Student sitzt oder die Studentin sitzt zu Hause vor ihrem Rechner, hat ein Problem und kommt vielleicht in ihrem Lehrstoff nicht weiter. Dann möchte man ungern jetzt eine Woche oder gar zwei warten, bis man so eine kurze Frage beantwortet. Also in jedem Modul haben wir einen eigenen Raum für das Treffen mit den Studierenden. Da machen wir die Webinare und da steht ja nichts im Weg, sich auch mit Einzelnen zu treffen und etwas zu besprechen. Und das mache ich dann auch regelmäßig. Das Faszinierende an der Psychologie ist natürlich der Untersuchungsgegenstand. Unser Untersuchungsgegenstand sind Menschen. Die Psychologie hilft uns, das zu sehen, was sind denn wirklich die Grundlagen? Wie unterscheiden sich Menschen? Was sind so Gemeinsamkeiten? Und insofern dieses, wie nehmen Menschen die Welt wahr? Wie interpretieren sie und wie gehen sie auf andere zu? Das finde ich halt eine ganz, ganz spannende Frage. Wir haben den NC nicht und wir haben auch gute Erfahrungen damit, dass wir den nicht haben. Was man mitbringen muss, ist Lernbereitschaft und den Wunsch, wirklich sich mit den Themen auseinanderzusetzen. Also auch wenn man schlechte Noten hat auf seinem Zeugnis, probieren sollte man das Lernen auf alle Fälle und jeder kann sich weiterentwickeln und einfach mal auch bereit sein zu sagen, ja, ich muss mich auch mal mit dem einen oder anderen etwas schwierigeren Thema auseinandersetzen. Aber sonst wüsste ich nicht, wenn Sie Hochschulzugangsberechtigung haben, warum nicht Psychologie studieren?